Hallo und herzlich willkommen zurück zu Captain Toads Treasure Tracker. Im letzten Part sind wir bei den Multiplattform-Baustelle stehen geblieben. Ich bin auch so eine Baustelle. Also in letzter Zeit habe ich so einen Kratzen im Hals. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Ah, deswegen Multiplattform, was ist so. Na komm runter. Hallo? Das sind Kirschen. So, was ist da unten? Plattformen. Das sind vier. Ich würde gerne mal irgendwie die Vögel da besiegen, weil die gehen mal ein bisschen auf die Nerven jetzt schon. Egal, nehmen wir mal die Kirsche. Gehen wir mal auf die 2. So. Da oben? Hoffe ich. 3. Wo ist 3? Ich habe keine Ahnung, wo 3 ist. Ich hoffe da. Ja, was das? 3. Erst bleibt sie mal da. So ein Pilz. Spitzhacke. So. Moment. Nein. Dumm! Level zu 5 beenden. Es war so klar, dass sowas kommt. Ich wollte nicht einmal reinrennen. Geh weg. Nein! Du Sau. Du Sau, wirklich.
Wo ist der letzte Kristall? Bescheiger da unten? Ich mag das Level so fünfte Mal beenden, ja, das ist. Und dann suche ich den letzten Kristall. Das ist ja grausam da. Hölle. Ja, ist wahrscheinlich nicht so schwer, wie ich mich stelle. Warte mal, ich nehme mal die zwei. Wo ist er jetzt? Der letzte Kristall. Bin ich da extra raufgegangen, dann ist er nicht da. Oh, ich glaube, ich weiß, wo er ist. Du bleibst mal da, wo du bist. Ja, haben wir schon fast gedacht. Also theoretisch kann man das Level auch alleine beenden, okay. Fangen das schon gut an, der Partner. So, hoffentlich geht der schneller. Wo könnte sein? Geh mal zur Spitzhacke. Theoretisch könnte er da sein. Oder da drunter. Wo bist du heute? Theoretisch könnte er auch auf so ein Dings drauf sein, ne? Brauche ich vielleicht auch die Kirschen. Dann machen wir es mal so. Könnte theoretisch unter der 4er-Plattform sein. Der wollte irgendwie nicht. So. Wenigstens ist der halbwegs schnell gegangen. Den hätte ich aber auch von unten. Was? Verwinkelte Ausklappfade. Es ist richtig schwer, ne? Ich glaube, dass ich bereue, wenn ich da hinten nicht nachschaue. Alles in Münzen. Ja.
Wir müssen hier weg. Das ist ein zweiter Edelstern. Okay, jetzt muss ich irgendwas mit Münzen sein. Hundertprozentig. Okay, schon wieder der falschen. Es muss aber irgendwas mit Münzen sein, wahrscheinlich. Ich hoffe, dass irgendwas mit Münzen ist. Genau die drei Münzen machen es aus. Ja, und jetzt? Arsch! Habe ich natürlich extra gemacht, ja. Man muss beide aktivieren, sonst kommt man da nicht zurück. Ja, habe ich jetzt auch kapiert, aber ich habe alle, das ist mir wurscht. So, Geld sammeln, versichert, man weiß ja nicht. Was den Entwicklern da eingefallen ist. Mein Kommentar ist heute wieder das Beste, so wie immer. Ja, was soll ich viel reden? Ich konzentriere mich lieber. Das ist überhaupt nicht riskant, was ich da mache. Hätten wir jetzt ein geheimer Goldpilz? Oder 60 Münzen, die was ich nicht habe. Oder drücke ich den Schalter nur zweimal? Was weiß ich? 45. Na, wenigstens das erste Mal. Ja, überdeckt den teuersten, was man suchen kann, aber es ist eh wurscht. So. Er könnte hinter Geld sein, theoretisch. Da ist er! Ganz knapp jetzt noch gesehen. 15 Minuten und ich erst zwei Levels geschafft. Furchtbare Leistung heute. Blockfestung in der Wüste.
Okay, das hat interessant aus. So, Kumba. Das kannst du. Okay, du kannst es einsehen. Ich wollte A drücken. Oh, ich weiß, was die Aufgabe sein wird. Er trifft den Blödsinn da oben! Geht natürlich nicht, ne? Das ist auch irgendwas. Wow, ich bin dafür einen Pilz reingegangen. Vielleicht von der anderen Seite. Ich wollte das versuchen zu treffen und nicht wieder rein. Und? Nein, geht sich ganz knapp nicht aus. Alles klar. Aber ich kann das in den Augen wirklich sehen. Ja, geht's mir nicht am Arsch. Oh nein. So, das ist der dritte. Wo ist der zweite? Da hinten. Oha. Oh nein. Also da hinten geht's rauf, das habe ich ja nicht gesehen. Oh nein. Welche Seite würden reichen? Na, muss ich beide machen. Wieso? Mache ich das immer? Ich probier's auch immer wieder. Warte. Noch nicht runterschrauben, den Spaß da.
Okay. Moment. Aber wie soll ich das da oben treffen? Wie soll ich den da treffen? Achso, mit dem da, geht sich das aus? Muss ich schauen. Weil sonst hätte ich keine. Also ich hätte sonst keinen Plan, wie ich das treffen soll. Wie soll ich ihn denn treffen, bitte? Ich habe das vorher 5-mal probiert! Was ist die Bonusaufgabe? Was Vernünftiges bitte. Nicht mehr als 10 Rüben. Alles klar. Nicht mehr als 10. Eins, zwei, drei. Vier. Fünf, sechs. Sieben. Acht. Neun. Reicht das als 10? Nein. Kommt der bis daher, wo ich stehe? Ja, es bringt sich nichts. Können die das auch zerstören? Sag bitte ja. Es wird ja doch nicht das Rübenschuss zählen, oder? Hoffentlich habe ich mich nicht verzählt, ne? Das wäre mega peinlich. Jawohl. Nice. Er kann wahrscheinlich überall sein, wieder mal, wie immer. Ja. Ja.
Einfach überall drauf schießen. Zuerst einmal runter. So, frei wär's alles. Müssen wir nur unseren Spaßvogel noch finden. Hat man den Feuer gesehen? Oder war er verdeckt durch die Kisten? Machen wir den noch? Oder nicht? 27 Minuten. Also brauchen wir den nächsten Part nicht machen. Okay, komm, Gönnung. Gönnung. Dafür, dass er so beschissen angefangen hat, der Part. Oh nein. Oh, was? Oh nein! Scheiße, ich glaube, ich habe den Gestalt verpasst, oder? Nein. Warte. Das war knapp. Und das hat mich erwischt. Okay. Was zum Teufel mache ich, wenn ich fragen darf? So. Dann das da. Ah ja, so. Das war jetzt unfair. Ich will gar nicht wissen, was die Mission ist. Ich will es nicht wissen. Ohne Schaden ist unmöglich. Was ist die Mission? Tippstelle nur 10-mal berührt. Habe ich hundertprozentig nicht. Ja, das machen wir noch auf jeden Fall.
Nur 10-mal durchhören ist. Ich muss aber wegen den einmal berühren. So, ich lasse mal schießen und dann renne ich. 1, 2. Drei. 4. Das war jetzt gleich 4, ne? Achso. Warte mal, wie geht das am gescheitesten? 5, 6, 7, 8. Neun. Und 10. Er sollte passen. Also wenn ich richtig gezählt habe, sollte das erst perfekt sein. Und jetzt dann auch noch den Tor suchen, ne? So, also ich hoffe, das ist perfekt, weil das wäre der Fehler des Jahrtausends, ne? Ja, aber das ist mein Kanal, ne? Und? Und weil es die pure Gönnung heute ist, suchen wir nach dem Pixeltoad. Oh. Hätte sein können. Wo ist er? Habe ich ihn ja noch nicht übersehen? Also da am Boden! Na Gott sei Dank habe ich ihn gefunden. So. Und das nächsten Part geht es wieder weiter mit Toytette in Shy Guys in den Schatten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es mir mit einem Daumen und mit einem Abo. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis bald und ciao.